Ja, heute mache ich wieder ein Nageldesign mit euch und zwar ein weihnachtliches. Also ich habe jetzt irgendwas Weihnachtliches geplant. Ich habe auch so einen Plan im Kopf und mal gucken, wie weit das dann funktioniert. Also ich habe jetzt schon mal meine Nägel ablackiert. Ich habe meinen Unterlack aufgetragen. Also in dem Fall habe ich jetzt heute mal den verwendet. So, dann fangen wir an mit der Basisfarbe. Und zwar ist es in dem Fall jetzt dieser hier. Das ist Be Pool von Catrice. Das ist so ein ganz toller Petrolton mit so schönem, feinem Glitzer drin. Und den tragen wir jetzt erstmal auf allen Nägeln ganz normal auf. So, weiter geht's mit dem nächsten Schritt. Und zwar hätte ich ganz gern auf meinem Ringfinger einen kleinen Tannenbaum. Dafür verwende ich jetzt erstmal eine Basisfarbe. Und zwar soll das dieser hier sein. Das ist so ein schöner, heller Goldton. Den habe ich aus einer LE von P2. Und den verwende ich jetzt dafür. Zudem verwende ich dafür meinen kleinen Buffer. Das ist dieser hier. Das ist einfach nur eigentlich ein Stamping-Teilchen. Und ich habe einfach das Teil mit so einem Buffer-Schwämmchen ausgetauscht. Und ich habe hier noch meine Konat Blümchenunterlage, aber ihr könnt auch irgendeine Plastikfolie oder ähnliches hernehmen, das ist echt völlig egal. Ich mache mir jetzt auf meinen Blümchen hier ein bisschen was von dem goldenen Nagellack. Nehme mir da meinen Buffer, gehe damit in den Goldlack. So, jetzt mache ich mir einen kleinen goldenen Untergrund. Den stampe ich mir jetzt hier in diese Ecke. Also erstmal in der Ecke relativ viel verwenden und dann nach oben raus etwas auslaufen lassen. Das ist mir jetzt leider ein bisschen zu viel geworden, deswegen nehme ich nochmal was von meinem Grün und stempe mir von oben nochmal ein bisschen zurück, damit das nicht alles Gold ist. Ich will ja schon, dass man den grünen Nagellack auch noch sieht. Das ist, also wenn ihr euch verstampt, wie ich in meinem Fall, oder versponscht, wie auch immer man es nennen will, einfach nochmal zurückgehen und den Schritt dann halt so wiederholen, wie ihr es gerne hättet. So, wenn ihr damit eurer Basis zufrieden seid, dann nehme ich jetzt von Color Club so ein Goldglitzer. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen feinen Goldglitzer verwenden oder auch einen anderen schönen feinen Glitzer. Den mache ich mir jetzt auch auf meine Unterlage. Übrigens ist der echt wunderschön. Das ist jetzt einer von den TK Maxx Lacken. Ich finde die echt absolut genial. So, und jetzt gehe ich dann auch eben wieder in das Glitzer und mache mir dann hier auf den Hauptteil nochmal viel Glitzer drauf. So, und jetzt ziehe ich den Glitzer auch ein wenig über den Nagel. So, das sieht dann ganz schick aus. Ich hoffe, ihr kennt was, aber ihr wisst, ihr seht danach auf den Fotos hoffentlich mehr. Als nächstes nehme ich mir jetzt einen weißen Nagellack von Essence. Das ist der Stamping Lack. Ihr könnt auch jeden anderen gut deckenden weißen Nagellack verwenden. Das ist eigentlich relativ. Und ich verwende dafür jetzt meinen Pinsel von Kiko. Das ist der 403er. Seht ihr das? Und die finde ich eigentlich ganz gut, weil die schön in der Form bleiben. Also kann ich sehr empfehlen. Und damit male ich mir jetzt, jetzt muss ich gucken, wie ich das am blödsten mache, dass ihr das seht, ein bisschen Schnee am Nagelboden sozusagen. Das habe ich jetzt mir irgendwie so gedacht, dass mein Bäumchen dann im Schnee steht. Nachdem jetzt schon der weiße Nagellack schön da ist, können wir jetzt schon mal ein paar kleine Schneeflöckchen auf dem Nagel verteilen. Ja. Nur so ein paar. Gut. Und jetzt kommt eben ein bisschen ein kniffliger Teil. Jetzt drehe ich mal meine Schablone. Jetzt nehme ich den gleichen Grünton wie eben und auch meinen Pinsel. Den solltet ihr vorher am besten wieder sauber machen. Nicht wie ich jetzt. Und geht damit in den Nagellack. Ihr könnt auch statt dem Pinsel einfach einen, also Nagelpinsel, einfach einen normalen Pinsel verwenden, der sehr fein ist. Oder von einem Gel-Eyeliner den Pinsel auswaschen und den verwenden. Das funktioniert übrigens auch ganz gut. So, und jetzt malen wir auf den Nagel einen kleinen Christbaum.
Also das ist mein kleines Christbäumchen, das etwas groß geworden ist. Das gleiche mache ich jetzt auf meinem Daumennagel auch nochmal. So, über das Tannenbäumchen kommt jetzt noch ein klein wenig Glitzer, wie ihr seht. Also das ist jetzt einer aus New York. Ich weiß nicht, der nennt sich, glaube ich, Sinful Colors. Man kann es ganz schlecht lesen, weil das schwarz gedruckt ist. Einfach so einen dunklen Glitzer, würde ich sagen. So gab es bei Essence auch mal so einen ähnlichen. Und den mache ich mir jetzt nochmal über mein Bäumchen drüber. So als kleines Bling. Aber das Glitzer ist sehr ähnlich wie der Farbton vom Baum und deswegen ist es jetzt nicht zu sehr aufdringlich, finde ich. Aber es macht es ein bisschen, ja, ebener, das Ganze. Und damit gehe ich mir jetzt über mein ganzes Bäumchen mal drüber. So, und so sieht das jetzt aus. Ich habe mir jetzt auch an der Seite so einen kleinen Glitzerstein hingeklebt. Und zwar war das von diesem lustigen Teilchen, die habe ich mir jetzt noch drauf geklebt. So, jetzt gehe ich noch mit meinem Überlack schon mal über diesen Nagel drüber. Und währenddessen überlege ich noch, was ich in meinen anderen Nägeln noch anstelle, weil das ist mir noch ein bisschen zu langweilig. Da muss ich noch ein bisschen was überlegen. Also da gehe ich jetzt richtig dick drüber, wie ihr seht, also mit richtig viel Überlack, damit das Ganze auch richtig schön eingeschlossen ist und dann hält es auch wesentlich länger. Den Tipp gebe ich euch. Also da lieber jetzt ein bisschen mehr, dann ein bisschen länger trocknen lassen und danach habt ihr mehr davon. Also das ist definitiv ein kleiner Tipp von mir. So, ich habe jetzt beschlossen, ich beglitzer meine anderen Nagelspitzen auch ein wenig. Und dann gehe ich auch nochmal mit dem Gold drüber, also mit diesem hier. So, und das ist dann mein, Winterglitzer-Nageldesign. So sieht das Ganze dann von nahem aus. Ich finde es eigentlich ganz süß. Hier mein etwas gekürzter Nagel, Daumennagel. Da seht ihr übrigens auch, dass man das alles ganz gut mit kurzen Nägeln machen kann. Also ihr könnt auch, wenn ihr kurze Nägel habt, das so machen. Weil oft der welche schreiben, dass sie zu kurze Nägel haben. Der ist mir jetzt beim Weihnachtsdekorieren abgebrochen und es funktioniert trotzdem, wie ihr seht. Also ja, guckt einfach mal. Ich lackiere es einfach nochmal mit einem Klarlack über und dann war es das auch schon. Ich hoffe, euch hat mein kleines Winter-Weihnachts-Nageldesign gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!